Jetzt guckt ihr mich jetzt an. Ja, fünf Jungs, die Bock haben, ja, Musik zu machen Musik. Und ja, wir haben Spaß dran, irgendwie Leuten eine Freude zu machen. Ja. Kann man das so sagen? Auf jeden Fall. Definitiv. Wir stehen gerne auf der Bühne, wir haben gerne Spaß, das Raumbild. Also. Ja. Und was? Aus welchem Genre kommt ihr dann? Ja, also das ist eine ganz lustige Frage. Wir machen keinen richtigen Deathcore, wir machen keinen richtigen Death Metal, keinen richtigen Hardcore, aber irgendwie so ein Mischmasch. Wir machen einfach das, worauf wir am meisten Bock haben eigentlich. Ja. Wenn wir Bock auf einen Doom-Part haben, dann schmeißen wir den da rein. Oder Black Metal-Part. Wer hat euch zu der Musikrichtung am meisten beeinflusst? Also gibt es eine Band, wo ihr sagen würdet, denen haben wir bisher alles zu verdanken? Das ist eine schwierige Frage, weil das hat sich alles so im Laufe der Zeit hat sich das alles so ergeben, weißt du. Es kamen immer neue Bands dazu, die wir richtig gerne gehört haben und. Momentan so Fire to Murder und Desolated. Schluck erstmal runter. Malevolence. Malevolence. Super Band. Das heißt, jeder von euch hat unterschiedliche Bands, die ihn am meisten beeinflussen. Und ihr alle zusammen legt es fest, was ihr als nächstes macht. Ja, je nachdem, auf was wir einfach gerade Bock haben. Wenn uns gerade so eine Band gut gefällt, dann beeinflusst uns die halt. Und so ist es halt. Ihr spielt jetzt in der Formation, wie ihr jetzt seid, ihr fünf, seit circa 3-4 Jahren. Was hat euch da am meisten stolz gemacht? Also worauf würdet ihr sagen, das war das Geilste, was wir je gebracht haben? Eigentlich so der zweite Abschnitt vom letzten Jahr, dass wir so oft überall spielen durften und der grandiose Jahresabschluss in Kassel, das Kassel war auf jeden Fall richtig gut. Wo habt ihr in Kassel gespielt, wie die Leute, die nicht dabei waren? Im K19 auf dem Kassel Allstars Weihnachtsfest. Mit unter anderem Gone to Waste, Destination Chaos, Cold War Everyday, Good Luck, Tides Denied. Ja, und natürlich Leute, Fame Death, ABFFL, wir lieben euch. Wenn man euch ein bisschen besser kennt, weiß man, dass ihr oft in diesem Keller, wo wir jetzt gerade sitzen, spielt. Liegt es daran, dass ihr einfach keine Konzertauftritte bekommt? Oder was ist einfach in diesem Keller besonders, dass ihr so gerne spielt? Wo habt ihr mehr Spaß? Im Keller oder auf einer richtigen Bühne? Im Keller halt, das war als erstes war es eine Schnaps-Idee. Das hat alles mit dem Make Them Wet angefangen. Hab ich mir und Sven Schröder, ehemaliger Gitarrist von Ignite the Massacre, haben wir uns gedacht, ja. Als er mal bei mir gepennt hat und als wir gesoffen haben, da haben wir uns einfach gedacht, ja, ein Gig bei mir im Garten, ja, geil. Dann hat es wegen dem Wetter nicht so geklappt, dann haben wir einfach den Keller ausgeräumt, haben irgendwie konzertfähig gemacht und es war schon richtig fett. Und seitdem, mein Geburtstag habe ich hier auch gefeiert, da hat Fail Def gespielt zum Beispiel. Und Joker. Sind ein paar Freunde von uns, die auch seit nicht so langer Zeit Musik machen, denen wir auch Chance gegeben haben, einfach mal ein bisschen so zu schnuppern, wie es ist, einfach live zu spielen. Und ja, das ist einfach ganz geile Atmosphäre hier, muss ich sagen. Das ist einfach, wenn die ganzen Freunde von uns einfach hier sind und wirklich einfach nur alle Spaß haben. Und ja, und dann haben wir noch einmal spontan mit Joker, wann war denn das jetzt? Das war jetzt vor ein paar Wochen, ne? Zwei Wochen oder so. Haben wir auch das noch mal gemacht. Aber generell macht es uns überall Spaß zu spielen. Ja, wie gesagt, ist so normale Konzerte sind auch der Burner. Also, es macht euch genauso viel Spaß, auf einer echten Bühne zu stehen, wie im Keller, kann man sagen. Ja, auf jeden Fall. Wer von euch ist so der Kopf? Also, es gibt bei vielen Bands jemanden, der am meisten bestimmt oder der am meisten publiziert wird. Gibt es einen Kopf bei euch oder eine Rampensau? Nee. Nö. Inwiefern? Sind alle gleich leise oder sind gleich alle gleich asozial? Gleich. Wir haben uns alle gleich lieb und wir wir repräsentieren uns auch gleich, würde ich sagen. Halbwegs. Also es gibt immer Unterschiede, aber im Grunde sind wir alle gleich. Ja, cool. Wenn man das Songschreiben bezieht, heißt das auch, dass ihr alle am Schreiben eines Songs beteiligt seid? Oder gibt es unter euch einen Schreiberling, der für die Texte verantwortlich ist? Oder gibt es jemanden, der sich die komplette Musik im Vorhinein vorstellt und das dann mit euch umsetzt? Also größtenteils machen das die Gitarristen, aber ab und zu haben auch andere noch einen Vorschlag, aber keine Ahnung, das kommt halt, wie es kommt. Wovon lasst ihr euch inspirieren und wer sind eure Vorbilder, mit wem würdet ihr gerne mal zusammenarbeiten?
Ja, ich denke, wie eben schon gesagt, der Art des Mörder, Malvolence. Desolated. Inwiefern habt ihr schon... Metallica. Vopef. Okay, inwiefern seid ihr dem Schritt näher gekommen, mit jemandem Größeres zusammen zu spielen? Also gibt es in nächster Zukunft vielleicht, wenn man mit dem zusammenspielt? Geheim. Wie oft trefft ihr euch zum Proben und trefft ihr euch auch im privaten Leben? Also Probe ist immer unregelmäßig, immer dann, wenn wir alle Zeit haben. Aber das ist relativ oft, so zweimal bis drei oder zweimal durchschnittlich in der Woche. Und privat auch so treffen wir uns am Wochenende sehr gerne. Und allgemein auch so hängen wir ziemlich viel ab. Und ich glaube, wenn wir es könnten, dann würden wir auch am liebsten jeden Tag zusammen rumhängen. Ja, denke ich auch. Was regt euch am meisten bei einem Gig auf? Was irritiert euch am stärksten auf der Bühne? Wenn irgendjemand aus Versehen einen Fehler reinbaut. Von unserer Bühne? Ja, also einen gravierenden Fehler. Das war einfach fast nie vor. Das regt euch auf oder das irritiert euch nur? Irritiert uns, ja. Passiert jedem Mal. Sonst, wir haben immer so Glücksgefühle, glaube ich, wir regen. Ja, ich denke, das regt einen dann mehr persönlich auf, also der gerade den Fehler macht. Also das heißt, es gibt auch niemanden im Publikum, der euch vielleicht extremst aufregt, weil er irgendwas dummes macht, oder? Nö, das ist jetzt nicht. Nö. Außer vielleicht dieser Kleine. Der hat ist Arsch. Korbach, ja. Das ist der erste Gegner. Also am ersten Auftritt lag einer auf der Bühne. Hat er dann noch gleich runtergetreten, oder? Nein. Nee. Ich war kurz davor. Ja. Was gefällt euch am meisten bei einem Auftritt? Also was würdet ihr gerne jeden Auftritt haben? Dass die Leute zu uns kommen, Musik tanzen. Ja genau, ein geiles Publikum. Ja. Was ist das Gravierendste, was euch bei einem Gig hier passiert ist? Das Gravierendste? Definiere gerade Felix den Monitor runtergetreten. Nein, das war nicht gravierend. Also das kann jetzt zum Beispiel was sein, was traurig ist, was passiert ist oder... was lustig war, dass, keine Ahnung, jemand einen Flitzer gemacht hat oder sowas in die Richtung. Also in der Richtung, guter Kumpel von uns hat mir die Hose runtergezogen. Auch. Ja, im ersten Moment war es vielleicht nicht so cool, aber ich konnte eigentlich dann immer drüber lachen, so, wenn wir wieder drüber geredet haben. Gravierend. Woran arbeitet ihr momentan und was ist für 2013 geplant? Mit wem habt ihr schon was geplant? Dann hattet ihr vorhin gesagt, er wollte nichts zu sagen. Aber was erwartet den durchschnittlichen Zuhörer für 2013? Shows. Ja. Aufnahmen. Aufnahmen. Bei Schwarzmusik. Richtig fette. Von Kleidung. Zwei neuen. Was? Kleidung. Stimmt. Merch. Kleidung, ja. Stimmt, Kleidung. Spätestens ab nächster Woche. Also, ich weiß nicht, wie aktuell das Video hochgeladen wird, aber wenn das hochgeladen wird, gibt's schon Kleidung. Datum ungefähr? Ungefähr 8.9. Februar. Okay. Egal. Was macht ihr privat außer Musik? Da würde ich jeden bitten, irgendwas zu sagen. Fußball. Zocken. Ja. Und Kickern. Kicker. bei mir privat. Durch Verletzung. Kein. Party hard, würde ich sagen. Fußball ist im Moment nicht so bei mir, weil wegen Verletzungen. Aber ich komme auch so ganz gut um. Zeit und ja. Wie sehen eure sexuellen Vorlieben aus? Ach Gott. Um das auszuweiten, müsst ihr ein extra Video, glaube ich. Ayan, bück dich mal. Ich hab da eine Idee. Nee. Mir kommt da so eine Idee. Achso! Das ist geheim. Jeder, der uns kennt, der weiß das. Ja, wer uns kennt, du weißt die Internetseite, die er besuchen muss. Was? Ja, so ist das. Welche Aussage spiegeln eure Songtexte wieder? Wenn man das mal allgemein sehen kann, oder gibt es einen Song, bei dem ihr gerne sagen würdet, was halt widerspiegelt? Satan. Nein. ja. Die Masse.
Definitiv, die Masse. Mut über die Gesellschaft. Gesellschaft. Ja. Welches ist euer Lieblingssong? Von uns? Von euch. Der neueste. Legion of Darkness. Worum geht's bei Legion of Darkness? Totale Weltzerstörung. Aufgrund, ja, weil halt die Menschen ziemlich viel den Planeten angetan haben und die denselben Schmerz spüren sollten. Welchen Song, wenn ihr jetzt eine Band nennen müsstet, welchen Song würdet ihr gerne covern? Wir haben es oft versucht, was zu covern, aber nie geklingt haben. Boah. Necrophagist. Nicht. Bock hätte ich auf The Serpent's Chokehold von Malevolence. Ja, oh. Das auch fett wäre Tyrant's Murder. So. Reign of Darkness von der Artist Murder vielleicht. Was wolltet ihr schon immer mal sagen? Was wolltet ihr schon immer mal loswerden, was man vielleicht nicht in einem Song machen könnte? Oder wozu wollt ihr aufrufen? Aufrufen? Nein! Kein Konsum, nein. Ich einfach den Traum einfach mal versucht zu erfüllen und einfach Spaß haben im Leben und einfach Sachen riskieren und ausprobieren und einfach, dass man nicht einfach stumpf sein Leben lebt und einfach was draus macht. Ich meine, Potenzial hat jeder dazu, seinen Traum zu verwirklichen. Und denkt nicht zu viel drüber nach, was andere von euch denken. Das macht, was ihr wollt. Und man sollte sich selber reflektieren und nicht immer die Fehler bei anderen sehen. Was habt ihr für heute noch geplant? Für heute? Döner essen. Döner essen. Döner essen. Jan hat heute Geburtstag. Ja. Ja. Der gibt uns heute Döner aus. Okay, das wird geil. Dir auch. Dann bedanke ich mich sehr herzlich für das Interview und... Für den Döner. Dann würde ich sagen, man sieht sich vielleicht bei einem anderen Interview wieder. Weihnachtsspecial oder so, Sommerspecial.